Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadow of Mordor. So, ich habe mir noch mal ein bisschen überlegt, dass vielleicht ganz schlau wäre, einfach um Erfolgserlebnisse zu haben, ein bisschen mit den Warchiefs weiterzumachen. Er hat jetzt nur noch zwei Leute und die sind mir tatsächlich untertan. Deswegen würde ich sagen, kann ich mich um den Untouchable kümmern. Wo ist seine entsprechende Mission? Wieder da hinten. Ich mag die Gegend nett. Oh, ein Atlas, sehr gut. Sieben, okay. Dann starten wir mal die Mission. He is too cautious to confront you directly. We must find a vantage from which to strike. Wenn ich sowas höre, denke ich mir, schnappst du ihn dir? Das fand ich bei den Batman-Spielen ziemlich nice. Da gab es in Arkham Knight, ich mal kurz die Geschichte erzählen. Gab es in Arkham Knight so einen random Goon-Bubble, der sagt, ich war in Arkham eingesessen, ich war in Arkham City eingesessen und ich habe Batman nicht einmal getroffen. Und dann der andere, scheint ein echter Glückspilz zu sein. Tja, natürlich habe ich mich instant draufgestürzt. Sorcery does.
This is all too much bother. You pay next time. Nein. 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 Ihr stört gerade massivst. Nicht umbringen. Du sollst ihn doch... Halt! Nein! Seine Nachfolge gehören mir. Alles gut. So. Dann, genau, hier kann ich ihm Command geben, wenn ich ihn brauche. Das ist keine Mission in dem Sinne, sondern so kommt man garantiert an seine Warchiefs dran. Ich hatte ihm hier noch eine Aufgabe gegeben, ihn zu infiltrieren. Also Zog the Prowler soll Cougar Frogblood infiltrieren. Deswegen mag ich mal das Target. Welche Mission ist das? Die da. Dann versuchen wir mal diese Mission zu machen. Trial by Ordeal. Sollte doch machbar sein. I'll skin this category alive. The crowd demands it. Das gilt hoffentlich für dich jetzt als geschafft. Ja, Mann. Sehr gut. Irgendwie wird sich die Geschichte schon sein. Sein purer Hass hat dafür gesorgt, dass das Feuer explodiert ist. Und dann Karago. Ne? Irgendwie in die Richtung. Dann mopse ich mir mal jetzt noch dieses Collectible. Oh, Attilas. Das wächst ja all over the place. Das ist schon ganz nice. Deswegen ist es nicht so schlimm mit dem Suchen. Hier wären noch rote Pilze gewesen. Scrimshaw Mumak Tusk. This carved tusk commemorates the conclusion of an epic hunt. Here we see two dwarves. The first is wielded a mighty
A mighty axe and striking a deadly blow. Ey, lauter Sachen hier von Torben. Krass. The other, who appears to be his twin, flees from the beast in panic. The quality of the workmanship indicates that the artist was a master craftsman under the influence of strong ale. Das klingt nach einem Zwerg. Ah. There, it's finished. A true masterwork. What a fine carving. The front, I edged us killing this here Mumak. And the back, our next prize, the mighty Kraug. A beast like that is a hunter's legacy. Show me the carving. Isn't it magnificent? Such detail. Look at me striking the mighty beast. Blood everywhere. And why am I etched running away from the Mumak in terror? Artistic license, Brother Torfin. If you want to be the hero, I suggest next time you make the carving. Think on my... Ja, da sieht man es. Er rennt weg. Nice. Mumak, ist das die kleine Version vom Olifanten oder was? This Torvin does not seem to know his limitations. He is not one to wait for his fate to come to him. He rushes to meet it. Eine Bogenmission. The Secret Flame. The hidden outpost stocked with the enemy's incendiary weapons also teamed with other dangerous creatures. He knew he could remove both threats by using one against the other. Enter the cave. Lure ghouls into the barrels. Hi. Kill ghouls with explosions. Thank you.
Nice. Ja, darum Bonus habe ich mich jetzt nicht groß gekümmert. Hier. Hunde rumlaufen. Ne, jetzt sind sie weg. Die waren nur für die Mission da. Oder? Schade. Wäre cool, wenn ich gleich noch die Matron gelegen bekommen würde. How's that going for you? Dann haben wir hier noch eine Bogenmission. Shadow and Flame, Forge the Legend of the Bow Oscar. Natürlich. Kill Uruks with Barrel Explosions. Ja, ich wurde gehittet. Aber auch hier Bonus ist jetzt nicht so wild. Erledigt ist erledigt. So. Also. Er hat jetzt 4. Krass. So, du gehörst mir schon. Dann kümmere ich mich jetzt um Gunther the Sickly. Oh, Upgrades. Nice. Volle Leben. Das passt ganz gut, da ist ja auch einiges an Sammelzeug noch. Ah, ich sehe, das war die Burg mit den 1000 Captains. Ja, logisch, dass er da hinten auch steht.
du unten? Nein. Bro. Die großen heißen Bro. Still like to be uncovered within the Land of Shadow. Ach so, deswegen ging's nicht. Weil ich brauch zwei für den, ich hatte aber noch einen. Herald's scroll. Bad news has wings, the saying goes. So it was with the dispatches from Erebor, heralding the Orcs' great defeat at the Battle of the Five Armies. This particular scroll made its way into Mordor, carried by a messenger whose ill tidings were received less than warmly by his comrades. Though the courier's identity was never revealed, he was referred to by the Uruks with great affection as a dinner. It's never good news. No, I saw to it he didn't. All right, you stinking rot. Shut your gods. Shut it! Some terrible news here. Terrible. Once again, the filthy humans side. Aus Sicht der Orks ist es natürlich fies, wenn sie alle gegen sie verbünden. Aber, naja. Go!
Oh, is that us? Gunza. Yeah, vulnerable to stealth finishers, vulnerable to mounted beasts. So, wie komme ich jetzt zu dem hinter? Komm, warum machst du nichts? Hey, da war doch schon wieder der Nächste am Stressen. So. Erzähl mir mal was zum Beispiel. Wer ist der andere noch? Der hier oben, okay. Weiß man sich für den da. Mukluk the Friendly. Oh. Das ist doch schön. Wenn ich schon mal hier bin, dann sammle ich die zwei auch noch ein. Ne? Weil Star Chart. Nice. K.
carved from the bone or from an unknown animal of immense size, this map of the heavens was no doubt used by a lawmaster of some skill. Only a few select individuals would have been able to use this chart to track the course of the stars in the skies using complex and possibly arcane computations to predict the future. Andere ist da hinten. Nee. Nicht unser. Den anderen auswählen. Der war der bei Mac. Mosu Jaws. Another mystery. Ey, ich hab dich schon ausreden lassen. Hier unten. Okay. Ach, da haben wir auch noch. The Order of Istari. Messengers sent to contest the will of Sauron. These two went east long ago and were never seen again. Morse. Ach, ich hab von ihm noch kein Intel. Egal, ich weiß, wo er ist, ich schnapp ihn mir. The Duelist. Oh, was haben wir da unten? Nice. Hier noch mehr von diesen Ghoulen.
Nee, schade. Ich glaube, da braucht man eine größere Menge, damit einer wegkommt und die Mädchen rufen kann. Crushed Spider Egg. This Ungol Egg is clearly being kept as a memento. But for what reason? Does it represent yet another casualty in the burgeoning war in Mordor? The one being fought between the forces of Sauron and the children of Queen Shelob? Or is it just a remnant of some Uruk's supper? Spinnenei, nom nom nom. I speak with the mouth of Sauron, the second Dark Lord of this Middle Earth. Our will is his will. Mordor is ours, and fairly won. You will take this message from Sauron back to your Spider Queen Shelob, the last daughter. Your eggs will not be allowed to hatch in Mordor. Your children will no longer prey on the Morgul flies. You will depart this realm, abandon your nests in Nan Ungol. You have grown fat on our generosity. We have fed you as we would a pet, allowed you to run unfettered. This ends now. Our union, as it was, has ended. Our will is irresistible. We have spoken. Das ist aber ziemlich dumm. Wenn die Spinnen sich um die Morgulflies kümmern, und Morgulflies sind ja jetzt auch nicht so geil für Orks. Every creature here seems to live to slaughter every other. And every one of them will learn to fear us above all. Das ist die richtige Einstellung. So, dann würde ich sagen, seine vier Bodyguards gehören mir. Dann ist er jetzt dran. Cougar Frogblood. Zwei hier. Okay. Ja, dann fast travel mal halt wieder zurück. Don't blink. Strike as a shadow, and the war chief will come. Kill five supporters with Shadow Strike. Überhaupt kein Stress. Na, hier ist keiner am Sneaken. Ich wüsste gar nicht, was du meinst. Yeah.
Kuga. Du bist in Volvo ranged. Okay. So, hier kann ich nach hier rufen. Ich schnapp mir auf jeden Fall dieses Sammelobjekt da drüben. Ich hätte auch gar keine 11 Shots. Da wäre ein Fall, aber... Einmal voll aufladen, bitte. Danke. Coded journal entry. Clever, most clever. This note, written on parchment, seems to have been written with the previously heretofore undiscovered code. It appears to be neither a skip nor a substitution code. Could it be a note is unscrolled? The note is unscrolled. Oder ist es wirklich nur eine Einkaufsliste? I wouldn't believe it if I hadn't seen it. The orcs here have an ally in the stinking flies. Stiffs, and I had thought the flies were just getting their fill, but they're moving and attacking like one, like they got a brain. I tried to avoid them, but they build nests everywhere, and you can hear them buzzing all the time. The orcs here seem the worst of the pests, except of course when getting stung by them. The orcs say they're spies, but who are they spying for? They aren't the orcs. There are other forces in Mordor besides ourselves and Sava. Yes, these are the spies of Kurunir. Bane of Shadow. No stronghold was safe from his onslaught. He charged headlong into Executioner's Watch to cut down the warriors manning the Dark Lord's war machines. Kill the Elite Guards und Bonus kill 25 Uruks. Das soll ja überhaupt kein Stress sein. Ah!
Huch. Lass da hinten die Captains schon mal aufräumen. Oh, noch viel besser. Macht er wohl. Nein! Irgendjemand hat den Ward schief gelegt. Okay. Ja, aber Moment mal. Battle Report, was geschieht jetzt? Ne, so leicht kommst du mir nicht davon. Was geschieht jetzt? Wer ist denn jetzt der Nächste? Fire Arrows brauche ich, damit ich die machen kann. Okay. Schauen wir mal, hier haben wir jetzt noch die zwei Missionen, die können wir noch gut machen. Was seid ihr eigentlich für Loser, dass ihr nicht mal mit einer Bande normaler Orks fertig werdet? Jetzt ist denn das. Alter, da legen sie die Captains, als wäre es nichts. Ich meine, das ist jetzt so nicht so dramatisch. Ich kann mir ständig neue branden, aber... Wo willst du eigentlich hin? Du bist zur falschen Zeit jetzt an der falschen Ecke gestanden. Oh, Favor of the Lady 17, das ist cool. Erstmal Upgrades. Ein Ability Point.
Dann mache ich doch die Feuerpfeile, wenn die mir gleich was bringen. Da habe ich leider noch nicht genug. Was ich aber machen kann, ist Runen verkaufen. Schau mal, was wir hier so haben. Genau, Unbreakable Bond 15, was ist das? 12. Ja, dann tausche ich den mal aus. Werden vercheckt. Ich meine, es bringt nicht sehr viel, aber hey, immerhin. 5000 Bowkills. Eigentlich, nee, pass auf. Eigentlich nehme ich lieber das. So. Weil ich benutze den Pin so gut wie gar nicht. Das wird im zweiten Spiel wahrscheinlich viel mehr. Aber, so, was haben wir hier? Red Visage. Chance to cause Uruk's head to explode when they are killed by Red Flash and Red Flash. Nah. Its speed becomes charge. Nah. Welche habe ich denn ausgewählt? Orcs Lair, extra damage against captains, jawohl. Chance to reduce melee damage received by 50, jawohl. Never surrender as you gain an additional last chance to return. Behalt mal auch. Power of the Earth, also Focus on Ground Execution, ja. Chance to recover 5 health on any kill. Was haben wir hier noch? On each critical strike. Nee, das wird zu wenig. So. Wrath and Ruin increases the stun and knockdown durations on Wrath Flash. Das ist dieses einfach nur hauen, ne? Nee, das ist dieses. Der Flash ist dieses Spezialding, die ich aus Versehen zu oft mache. So, recover our focus on any last chance success. Das wäre halt auch nice, ne? Aber. Ja, den Legendary Bomber nicht. Critical hits with ignite enemies and the blade flames glow orange. Nee, nee, nee. So, und was haben wir bei ihm noch? Da hatte ich jetzt genau Favor of the Lady. 13 Health when completing a Drain or Brand, das ist halt ideal. 27%. So, das nehmen wir nämlich. Ja, ja, ja. Das kann dann vercheckt werden. Hier nochmal Equipped Hidden Blade, ja, Stealth Kill. Recover Health by Stealth Drain und Stealth Brand, natürlich. Immune to Poison hat man ja gesagt, das ist doch ganz nützlich. Und Focus on Stealth Kill. Was hätten wir hier noch? Increase Moral Effect, when a witness could die. Brutalize cause additional terror. Nah. Recover for Alpha and Combat Brand. Nah. Und den Voice brauche ich auch nicht. Aber die kann ich auch nicht checken, weil das, die waren irgendwie dabei. So. Dann ist doch das jetzt schon mal angeguckt. Warte mal, bevor das hier weitergeht, schauen wir nochmal ganz kurz, wie lang die Folge noch ist. Naja, eine Kleinigkeit können wir noch machen. Da würde ich hier mal die Mission mit den Fire Arrows ausprobieren wollen. Nicht mir alle mal hier nicht auf den Sack. Mosu Chaos hat es jetzt auch erledigt, okay. K
Captains sind im Kampf tatsächlich nicht so gut. Weg. Weg. Scheiße. Weg. Weg. Pick up. Hau zu, Junge. The spirit of fire, it was not enough to simply kill the servants of the Dark Lord. He engulfed them in cleansing flames. Och, Lloyd. Ignite 3 barrel stacks with fire arrows. Okay, wie war das mit den Fire Arrows? Wenn der Trigger voll ist, ne? Ja. Noch ein Barrel Stack. Barrel Stack, where are they?
break his limbs! So, wird der Barrel Stack sein? Ah, da oben. Nice. Und ich denke, mit dieser erfüllten Mission würde ich jetzt die Folge beenden. Und auch das Spiel im Stream für heute beenden. Vielen lieben Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.